Hallo Leute, ja, wir hatten das letztes Mal dann geschafft, diese Spitzhacke vom Eigtürk zu kriegen, sind schon ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Jetzt müssten wir mal schauen, was wir noch so tun können. Wir müssten jetzt natürlich Kupfer besorgen und Zinn und damit dann schauen, dass wir da weiterkommen, ne? Und ja, wir hatten noch ein paar Sachen hier, die wollten wir, glaube ich, noch angucken, dass wir hier mal die Knochen zusammenpacken und so und schauen, wie weit wir damit kommen. Aber das würde ich sagen, machen wir alles nach dem Intro. So, sortieren wollte ich eigentlich letztes Mal schon, ne? Habe ich das nicht gesagt? Ja, schade, ne? Aber lass uns jetzt erstmal gerade hier alles rübernehmen. Schweinsleder. Sollten wir noch was braten? Ich glaube erstmal nicht. Wir müssten höchstens Bären noch suchen, ne? Also Bären. Das ist erstmal gut. Haben wir da hinten noch was in der Truhe? Was von Bedeutung wäre. Ja, wir können ja das Harz mal rübernehmen. Und sonst Holz hätten wir noch da. Packen wir hier gerade das komplett rein. Ach, da haben wir auch noch das andere Holz, das Kernholz. Okay, dann gehen wir mal zum Werkbau und schauen mal gerade, ob wir da was raus basteln können. So, Lederbrustpanzer würde schon mal gehen, abzudaten, oder? Lederhose. Ah, ne, aufwerten ist hier. Haha. Ne, geht nix. Fehlen uns tatsächlich noch. Ach, das ist sowieso Stufe 4. Okay, ja, da fehlen uns hier Knochen. Da haben wir nur 3, da brauchen wir 5. Und bei der Axt geht nichts mehr. Bogen geht auch nichts mehr. Keule würde gehen, aber ich glaube, das ist nicht mehr favorisiert. Der Lederhelm würde auch Knochen brauchen. Hacke, ja, da können wir Land mit. Den Boden mit beebnen, aber da können wir noch nichts mit ernten, sehen. Ja, und das geht auch nicht und das, ja, geht sowieso nicht. Okay, dann ist das geklärt. Das heißt, wir können dann noch mal schauen, dass wir hier was reinpacken. Was haben wir jetzt hier drin? Steine weg, Holz weg. Das Kernholz kommt da auch rein. Ja, lass den Fisch da auch drinne. Ich glaube, wir gehen gleich mal eine Runde schlafen. Es ist ziemlich dunkel. Das hier hin, das hier hin. Was haben wir hier? Hartes Geweih. Okay, das kann man bestimmt gut gebrauchen irgendwo für, aber keine Ahnung wofür. Das müsste hier noch hin, das geht aber nicht hin. Ich glaube, wir nehmen den Löwenzahn mal mit und schmeißen den dahin. Da kann man bestimmt einen Tee von eigentlich machen. Ich glaube, wir brauchen eine dritte Truhe, kann das sein? Vielleicht sollten wir mal eine Truhe bauen. Ah, die Keule hier, die ist schon da aussortiert sozusagen. Aber dafür brauche ich jetzt Holz, ne? Ja. Ah, ne, die Truhe mache ich ja gar nicht hier. Die Truhe machen wir mit dem Holzhammer, ne? Ne, da muss ich rechtsklicken mitmachen. Was haben wir denn hier noch? Steinhaufen? Okay. Skigard. Palisadenwall. Lederreste, Harz, ein Floß. Das Floß müssen wir unbedingt machen, ne? Wenn wir mal auf eine Nachbarinsel kommen. Möbel. Truhe. Ah, nee, Karte war es nicht. Wie drehe ich denn das mit UI? Nee. Ah, mit dem Mausrad. Sehe ich natürlich nicht. Wo das Schlüsselloch ist, ne? Ah, ich glaube, da ist es. Zack. Nix beenden. Andere Waffe nehmen höchstens, ne? Truhe öffnen und dann Sachen reintun.
dieses. Das Holz kann da jetzt auch rein. Ich glaube, der Pin, der Knüppel kann da auch rein. Was haben wir hier? Distel, okay. Die Knochen können da auch rein. Und dann haben wir noch eine Skelettmaske. So, den Rest nehmen wir mit. Aber wir sind erstmal müde. Und schlafen, bis der neue Tag kommt. Müde, ein Feuer in der Nähe. Kein Feuer da. Das bedeutet, wir brauchen aber ein bisschen Holz. Wo ist das Feuer? Stehe ich am Reck. Jetzt haben wir ein bisschen Holz reingeschmissen, jetzt geht das wieder. Ah, jetzt habe ich sie zugemacht, ne? Bevor da einer am Bett steht, machen wir lieber die Tür zu. Aber ich glaube, da steht keiner am Bett. Dann schlafen wir erstmal 8 Stunden. Damit wir dann wieder was sehen, ne? Wollen wir hoffen, dass der Tag dann da ist. Ziemlich dunkel hier, wa? Fühlt sich ausgeruht und gemütlich. Sehr gut. Naja, ich glaube, ein bisschen Licht ist schon da. Feuer brennt noch. 4 Minuten und 9, da fehlt schon was. Dann können wir hier erstmal machen. Und dann haben wir keine Bären mehr, das ist schon mal schlecht. Mal gucken. Ist das was? Nein. Hier laufen ja immer Wildschweine rum, oder? Oder auch Hirsche. Aber zurzeit ist hier wohl nichts. Okay, ich glaube, das kam aus der Richtung. Ah, irgendwo ist schon einer am Rumrennen. Da unten kommt er. Okay, den haben wir. Jetzt ist noch die Frage, wo der Hirsch ist. Der war auch hier zu hören, oder? Wahrscheinlich ist er jetzt weggelaufen. Da. Okay, direkt hinterm Baum hier. Shit. Ah, da ist noch so ein Gräuling. Der Hirsch wird wohl weg sein. Was ist das hier? Ein Baumstumpf oder was ist das? Da kommt der Hirsch wieder. Na, jetzt ist er weg. Okay, das heißt, wir gehen hier in den Wald weiter. Und das ist hier ja der Düsterwald. Und da sind wir schon passend hier. Ist das da schon irgendein Material? Ist das Hirsch jetzt noch irgendwo hier? Nee, ne? Ach, da unten läuft noch einer rum. Noch wer? Pilz ist alle.
Müssen wir mal gerade gucken, dass wir was anderes noch essen. Aber ich sehe jetzt hier nichts, ne, oder? Die hier sehe ich auch nicht. Ist das hier was Besonderes? Ah, es ist was, aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich Stein, oder? Ja, waren einfach nur Steine. Ich höre schon wieder so ein Gräuling oder sowas. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich sehe sie noch nicht. Da ist einer. Aber der hat geworfen. Das heißt, es muss ein blauer sein. Okay, den haben wir auch. Waren das alle oder ist da noch mehr? Habe ich alles aufgehoben? Ich glaube schon, ne? Das war jetzt hier der Stein. Aber ich glaube, ich war doch gerade an noch einer Stelle, wo sowas war, oder? Da vorne. Ist das hier was anderes? Hört sich auf jeden Fall anders an beim ersten Schlag, aber... Sieht genauso aus, oder? Da sind leider auch nur Steine. Und das da? Ah, hier, das ist was anderes. Da sind Marvin. Das müsste Kupfer sein, oder? Ah, steht da auch Kupfervorkommen. Irgendwie höre ich gerade, dass hier wieder er. Ah, da ist der Vogel. Hagen. Ah, und da ist aber der nächste von den Kameraden. Ah, da kommt noch einer. Na, lass mal kommen. Oh, was ist das denn noch für einer? Okay. Grauzwerge Schamane. Kriege ich den auch oder kriege ich den nicht? Wo ist er denn? Abgehauen? Hagen, ich würde gerne mit dir sprechen, aber ich habe das Problem, dass ich diesen Schamanen ein bisschen... Oh, jetzt muss jetzt mit Hilfe eines Schmelzofens veredelt werden, bevor er mit Hilfe einer Schmiede verarbeitet werden kann. Um einen Schmelzofen zu errichten, möchtest du Surtlingkerne. Die finden wir an dunklen Orten unter der Erde. Okay. Hagen, danke für deine Info. Und wo ist der Schamane jetzt hin? Da ist ein Reh, leider weg. Ich sehe den Schamanen nicht. Aber wir müssen mal gerade auf die Karte gehen. Weil hier... Was sind wir jetzt hier? Und das ist Kupfer. Damit wir hier wieder hinfinden, ne? Und jetzt können wir vielleicht noch mal gucken, dass wir... Bogen haben wir gezückt, der Schamane ist nach da abgehauen. Ob er hier noch irgendwo rumläuft? Sieht nicht so aus, oder? Baumstamm war das. Ich glaube, der ist weit weg, oder?
Das ist kein Kupfervorkommen mehr. Das ist ein Gräuling. Kommt der Schamane jetzt wieder oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Der ist abgehauen, ne? Ich könnte etwas zu essen vertragen. Da hinten stehen Pilze. Doch gerade einen abgekriegt, oder? Da muss doch irgendwo einer wieder mit der Steinschleuder sein, oder? Ich sehe ihn aber nicht. Wo ist der mit der Steinschleuder? Gesundheit und Ausdauer. Ist da sowas? Hier ist nochmal Kupfer, ne? Aber das ist unser Kupfervorkommen, oder? Ja, da waren wir. Gut. Ich glaube, wir holen uns da nochmal was raus. Oder sollten wir erstmal gucken, dass wir aus dem, was wir haben, was Besseres machen. Komm, ein Stück nehmen wir noch mit. Vielleicht kommen sie jetzt auch gleich angelaufen, wenn wir hier so einen Krach machen. Der Hirsch ist nicht weit weg. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück und gucke, was ich mit dem Kupfer anfangen kann. Ist da vorne ein Steinkreis? Ah, da ist auf jeden Fall links so ein Hünengrab. Da sollten wir vielleicht mal graben, oder? Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass hier eine Kiste drin ist, ne? Aber dem ist wohl nicht so. Schade. Aber vorne ist auch noch so ein Steinkreis, ne? Dann gehen wir da doch nochmal suchen. Bevor wir zurückgehen zur Hütte. Das sieht doch auch so aus hier, dass hier was sein könnte. Ist doch nichts. Oder ist das da was? Was ist das? Das ist keine Ahnung, was das ist. Rock. Was ist diese rote Kugel da? Ist
Soll das zeigen, dass hier doch was ist? Nee, sieht nicht so aus, oder? Ich weiß aber nicht, wofür diese Perle da ist. Okay, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Dann geht der Weg wieder nach Hause. Ich glaube hier lang, oder? Ja, da ist unser Hütchen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir aus Kupfer machen können, ne? Schauen wir mal da gerade rein. Erstmal die 5. Ne, die 4 war es, nicht die 5. Dann Rechtsklick und dann ist hier schon mal nichts Neues. Und das sieht auch nicht neu aus. Hier gibt es auch nichts Neues und hier gibt es wohl auch nichts Neues. Okay, das ist Werkzeug war nicht das Entscheidende. Jetzt können wir noch hier reingucken. Schauen, ob an der Werkbank was passieren könnte. Hacke. Feuersteinspeer, hier Sprecher. Okay. Hauen. Hier Sprecher. Hatten wir den schon? Kernholz. Hier Trophäe und Lederreste. Und dann machen wir hier gerade erstmal Heiler. Ich weiß nicht, ob wir den schon vorher hatten, aber. Hauen 20, Stechen 5. Und was hat das hier? Schlitzen 30, okay. Und das ist schon Stufe 2 hier. Achso, herstellen sind wir schon. Knochenturmschild, das hatten wir noch nicht, ne? Okay, da fehlen uns aber Dingens für. Geweihspitzhacke, die haben wir ja schon. Lederhelm, da fehlt uns Leder wahrscheinlich. Hirschfellumhang, den sollten wir auf jeden Fall noch machen. Fehlt uns aber auch noch was zu. Feuersteinpfeil, zerlumpte Hosen, Lederhosen, Fackeln, das können wir alles bauen. Sehr schön. Hier hat sich nichts tatsächlich geändert, oder? Kupfer hat nichts gebracht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.